prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse vieni a casa mia. Cosa mai potevo far? Un bacio l'ho mandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato e penso sempre di te. E perciò Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, fare così non è gentile, ma lascia andare. No Teresa, dai, no, no, non mi sparare. Ma lasci andare. Non te ne sentai su, non devi sparare. Non te ne sentai, non te ne sentai, non te ne sentai sparare. Ich möchte sagen, es ist Machané, es ist mein letztes Machané und ich meine ehrlich, es ist sehr, sehr geil, wirklich. Es ist mein letztes Machané, mir macht super Spaß. Marie, super geiler Roche, meine Cremes sind alle Hammer. Und jetzt siehst du mich genau im Gesicht, Marat, guck mir in die Augen, guck mir in die Augen, du wirst mich später spüren. Wir haben ein super großes Problem, das senkt die Stimmung einfach auf Machané und es zerstört viele, viele Gruppen. Bitte, meine Gesellschaftsleute, meine Mitbürger, singt bitte. Marat hat keine Freunde, Marat hat keine Freunde. Marat hat keine Freunde. Und das ist schon die Ende. Irgendwann reicht es, ist geil. Ich muss dir dazu stimmen. Ja, aber Boris möchte auch noch was dazu sagen. Dieses Problem hat Boris auch schon bemerkt. Stimmt's, Boris? Dieses ist ein ganz großes Problem, oder? Das ist unser ZWSD International Management. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und Gabriel und David wollten jetzt sein Lied anstimmen. Was einfach der Realität ist, entspricht der Realität. Warum? Weil wir merken einfach, dass das Problem genau an dieser Person liegt, die leider Chanich ist, zum sechsten Mal, weil sie einfach nur sitzen geblieben ist in der Schule. Sie versteht nicht, dass man nicht auf irgendwelchen Machanot sitzen bleiben kann. Und das Problem ist einfach, dass er die Lage zerstört durch seine Unreife, obwohl er schon 24 ist. Bitte, bitte zeigen Sie ihn mir bitte. Wir gehen jetzt kurz nochmal zu ihm. Eine Sekunde. Einmal Live-Aufnahme. Nein, kommen Sie bitte. Ganz kurz, ich komme gleich. Das ist unser Störenfried, ja, unseres Machanés. Und er versucht jetzt abzulenken. Aber er muss wieder rumstenken hier, oder legt er mit dem jedes Mal, und wir haben einfach keine Chance, obwohl es ist wirklich ein geiles Machané. Das einzige Problem bloß hier ist. Marat hat keine Freunde! Marat hat keine Freunde! Marat hat keine Freunde! Und es wird schon niemals enden. Glauben Sie mir. Wir sehen uns bei MTV live, 20:15. Nein. Und wir müssen wirklich sagen, dass er wirklich immens, immens, und das meine ich hier vollkommen ernst, mit einem riesen Potenzial an. Wenn sie russisch verstehen, um mich schlimmer. Einfach das Machané umlenken will, was ihm nicht funktioniert. Einfach, er wird es nicht schaffen. Außer er stellt sich unter die Gesetze des Le Padre und wird erklären. Das tut er nämlich nicht. Und ich glaube, man muss ihn festhalten. Ja, sie halten ihn auch jeden Fall fest. Wir geben ihm jetzt einfach mal die Chance. Wir geben ihm die Chance. Wir geben bitte die Chance. Stimmen Sie ein. Ich meine, er grinst, weil er auf Droge von Gabriel ist. Und, okay, halt einfach einen Mund. Stimme ein Lied an. Es ist jetzt eine Mutprobe, verstehen Sie? Vlad Lennart keine Freunde, Vlad Lennart keine Freunde. Sehen Sie, sowas passiert, wenn man unter den Gesetzen des Le Padre nicht einstimmt. Dankeschön. יש בלגן בסביבה, המסיבה מתחילה, אני כל כך מרגישה.
אשר זורח, הלב שלי פורח, לצרוח, אני כולי